Herzlich willkommen bei der Vorsicht Akademie und einem weiteren Tutorial zu From the Death. Sorry für den Versprecher. Wir schauen uns heute an die Bohrer. Und zwar sind die Bohrer zu finden bei den Simple Weapons. Die habe ich auch bei den Simple Weapons übersprungen, weil da muss man ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Es ist nicht sehr kompliziert, aber trotzdem wert, ein eigenes Tutorial zu machen. Und zwar bei den Simple Weapons hier gibt es hier eben den Drill, was der Bohrer ist. Wenn wir da draufklicken, gibt es eben ein paar mehr Komponenten und die schauen wir uns jetzt mal an. Ja, es ist so wie jedes Mal in der richtigen Reihenfolge, so wie man es hinbauen müsste, außer die zwei hätte ich jetzt persönlich eigentlich gern hier gesehen, denn die zwei Dinger müssen wir hier hinbauen. Fangen wir aber einfach mal Schritt für Schritt an und bauen uns einen Bohrer zusammen. Das Kernstück ist hier der Drill. Den nehmen wir mal und bauen ein bisschen mal den so hier ins Eckchen rein. Das ist alles. Aber damit passiert noch nicht viel. Wir können jetzt hier eben eine Drill Extension hinbauen. Zack. Und dann diese Drill Extension zum Beispiel ein Large Drill Bit. Toll. Das wäre ein Bohrer. Aber der bewegt sich nicht. Warum nicht? Wir haben hier jetzt noch die kleine Variante, die wir dann auch vorne hinsetzen können oder wie auch immer. Aber wir gehen erstmal kurz. Und zwar gibt es hier noch den Power Input und den Torque Amplifier. Die zwei Sachen brauchen wir auch noch. Klatsche ich mal hin. Und zack, schon läuft unser Bohrer los. Wenn ich jetzt mal das hier nehme, das zeige ich so gerne. Das wäre quasi die kleinste Variante eines Bohrers. Oder ich kann es auch dahin machen, okay. Dann wäre das jetzt die allerkleinste Variante eines Bohrers, die überhaupt funktionieren kann. Aber schauen wir uns mal die einzelnen Komponenten an, was die so genau zu bedeuten haben. Wie gesagt, der Drill, das ist die zentrale Hauptkomponente. Da bringen mehrere nichts innerhalb von einem Bohrer. Man kann natürlich mehrere unterschiedliche Bohrer machen, das ist jedem selbst überlassen. Die Drill Extension ist nichts anderes als eben eine Erweiterung, also eine Lauferweiterung. Ich kann jetzt zum Beispiel hier sagen, ich will den Lauf weiter vorne haben, halt das Gestänge, Bohrgestänge, und packe einfach mehrere ran. Da ist es wirklich so, man muss auch aufpassen, es ist nicht bei einem, bei manchen Kanonenläufen, dass man die so machen kann. Man muss hier auf die grünen Böppels achten, dass die wirklich immer so aufeinander passen. Ihr seht, die sind jetzt so angeordnet, dass sie ineinander reinpassen und nur so kann man die anordnen. Das ist vor allem dann wichtig, wenn ihr diese hier nehmt, diese Splitter. Da gibt es einmal einen Vertical Splitter und einen Horizontal Splitter. Das heißt, der teilt das horizontal auf. So, ihr seht's. Und der Vertical, eben vertikal. Zack, bumm. Ich kann jetzt allerdings nicht hier direkt einen horizontalen an den Vertikal, also auf der Seite schon, aber hier oben nicht dran machen, weil ihr seht, da hat der unten keine Verbindungen. Ich könnte jetzt auch auf der Seite keinen so hinmachen. Ich müsste den eben rumdrehen. So. Könnte ich den hinmachen. Ja. Und da kann ich aber jetzt hinklatschen, so viel ich will. Das ist mir überlassen, dann kann ich da wieder noch Extensions hinmachen, wenn ich möchte. Ja, das freut vielleicht auch die Frauen, wenn man mal da ein paar Extensions ran machen kann. Ui, jetzt werde ich bestimmt geächtet. Und dann kann ich hier meine Drillbits hinmachen. Ja, zum Beispiel einen hier hin, einen da hin und dann machen wir hier vorne noch drei kleine hin zum Beispiel. Zack, zack, zack. So, ach genau, da oben haben wir auch noch welche, müsste ich auch noch hin machen können und da auch noch. Total wilde Angelegenheit. Ja, ja, das ist es auch. Also man kann an einen Bohrer hier so viele, das ist ja das Kernding, so viele Bits ranmachen, wie man will. Man kann es mit dem Gestänge vereinen und das ist absolut kein Thema. Was ist der Unterschied zwischen dem großen und dem kleinen Bohrer? Im Prinzip großartig nichts. Der hat halt, sag mal, der ist nur ein Block groß. Der ist quasi 9 Blöcke groß, weil 3 mal 3. Der große hat dann nur 200 HP, der kleine 125. Also quasi auf Blockgröße gesehen hat der kleine insgesamt mehr, mehr Gesundheit. Ja. Und dann, ja, der hat halt 15 Armor, der 7. Also das macht schon einen Unterschied. Aber gewichtstechnisch wäre jetzt natürlich der große wieder besser geeignet. Aber
egal, ob ihr die große oder die kleinen Bits hier nimmt, das ist eigentlich eher nachher eine Frage der Anordnung. Was wichtiger ist, wie viel ihr dran habt. Und das spielt auch eine Rolle, ob ihr mehrere nacheinander habt, weil ihr könntet die ja auch so nur nacheinander machen. Denn, so wie das hier eine Platzangelegenheit ist, geht hier die Kraft entsprechend runter, wenn ihr mehrere dran habt. Wenn ich jetzt mal hier mein Hut anhab und auf den Drill dran gehe, dann steht da jetzt dran Spin Speed 20 von 1. Okay, das ist, weil ich jetzt zu viel dran habe. Da kann man ein bisschen rumbacken. Der hätte normalerweise jetzt nur ein Speed von 1. Genau. Und wenn ich den jetzt anmache, ja, er läuft und ich glaube, das war es auch schon. Genau, und was für eine Geschwindigkeit und wie schnell der auf die Geschwindigkeit kommt, das kann ich mit diesen Dingern hier steuern. Bevor wir aber anschauen, wie es geht, warum brauche ich Geschwindigkeit? Das ist ganz einfach. Diese Drills, die machen Schaden von vorne, aber auch von der Seite. Also überall, wenn man an ein rotierendes Element rankommt, da macht es Schaden. Jetzt ist es aber so, dass der Schaden für From the Depths typisch ist, wird berechnet nach Aufschlagsgeschwindigkeit quasi. Das heißt, je schneller so ein Drill dreht, umso mehr Schaden macht er. Also so ein langsames Ding hier würde jetzt quasi überhaupt nicht viel Schaden machen. Also guck mal, dass das Ding schneller dreht. Damit es schneller dreht, können wir hier einen Torque Amplifier nehmen. Der Torque Amplifier sorgt dafür, dass sich die Geschwindigkeit erhöht. Da packen wir jetzt mal ein paar ran. Jetzt sagt der Drill hier Spin Speed 1 auf 2. Also da packen wir nochmal ein paar hin. Zack. So, 3 von 9. Jetzt geht das Ding aber relativ langsam hoch. Ihr merkt es schon. Der braucht sehr lange, bis er auf die Geschwindigkeit kommt. Und dafür, dass der die Geschwindigkeit schneller erreicht, gibt es diese Power-Inputs. Die Power-Inputs sorgen einerseits eben dafür, dass der schneller beschleunigt. Ihr merkt schon, ja, er beschleunigt schneller. Nur nicht schnell genug für meinen Geschmack. Und aber die sorgen auch dafür, dass er die Geschwindigkeit beibehält. Also wenn ihr irgendwo drauf fahrt, und wirklich richtig in was drin hängt, dann geht da schon mal die Geschwindigkeit runter, wenn ihr zu wenig von diesen Power-Inputs drin habt. Also, das sind die zwei ausschlaggebenden Komponenten für die Kraft des Bohrers. Einmal der Torque-Amplifier, wo die Maximalgeschwindigkeit und so den maximalen Schaden bestimmt. Und den Power-Input, der bestimmt, wie schnell er beschleunigt und wie gut er die Geschwindigkeit halten kann. Also solltet ihr das ausgeglichen haben, also es gibt ja jetzt kein festes Verhältnis, irgendwie 1 zu 1. Ich habe es jetzt momentan, wie sieht es aus, ungefähr 2 zu 1. Da müsst ihr einfach ausprobieren. Es kommt auch darauf an, wie viel Fläche hier ist. Je mehr Fläche, also Aufschlagfläche ihr habt, umso mehr Amplifier braucht ihr natürlich. Mein Power-Inputs, um die Kraft aufrecht zu erhalten. Je nachdem, wie durchschlagskräftig das Ding sein soll, macht ihr mehr Amplifier rein. Das müsst ihr schauen, vor allem auch, wie viel Platz ihr habt. Denn so ein Bohrer in einer Festung, wie ich es jetzt hier quasi habe, meine Plattform, bringt ungefähr überhaupt nichts, weil er muss ja mit Geschwindigkeit irgendwo hereingedrückt werden, damit da auch Schaden passiert. Ja, und das zeige ich euch jetzt mal. Deswegen, deswegen solltet ihr das immer in was Mobiles reinmachen. Am besten ein Schiff, ein U-Boot oder vielleicht auch ein Luftschiff. Wobei das bei Luftschiffen ein bisschen schwieriger wird mit der Kraft dahinter. Oder auch mit einem Flugzeug, das mit voller Geschwindigkeit sich auf irgendwas draufstürzt. Das könnt ihr euch selber überlegen. Aber es muss halt irgendwie dafür gesorgt werden, dass das Ding dann mit Kraft weiter reindrückt. Ja, das war eigentlich alles so zum Drill. Damit solltet ihr die gut auslegen können und bauen können. Und jetzt zeige ich euch mal noch schön, wie sowas aussehen kann. Dazu lade ich mir jetzt mal irgendwo schnell einen Walross, weil ich den so gerne habe. Da machen wir mal die KI aus. Wo ist der Walross? Da ist Walross. Und da habe ich mir mal so ein Bohrerteil vorbereitet. Wo ist es denn unter meinen eigenen
Sachen, der Bohrer in meinem Team. Da muss ich nur schnell die KI ausmachen, sonst fährt mir das Ding weg. Bleib da und nicht schießen. So, das ist der Bohrer, der sieht, hat so eine ganz bestimmte Form. Mit Absicht. Und lenk du mal hier rüber und fahr da mal rein. So. Und zwar, wenn ihr in so ein Ding reinfährt, ihr seht es, der fräst sich hier richtig durch. Und der muss nachschieben, sonst würde der hier nicht extra noch weiter Schaden machen. Jetzt hängt er drin und kommt nicht weiter und das war's. Sowas solltet ihr beachten, drum habe ich da jetzt auch noch ein paar Kanonen dran, die schießen würden, wenn ich die KI drin lassen würde. Jetzt. Achso, nein, das geht bei dem nicht. Ich habe den so eingestellt, der gibt den immer Vollgas. Das ist, das Ding wird halt seiner Form gerecht. Jetzt komme ich nicht mehr raus aus dem Ding. Das ist so typisch. Aber ihr könnt auch solche Rammböcke machen, die dann wirklich viel Panzerung haben und einfach auch mal so ein Schiff, wie ihr hier seht, umdrehen, ja? Denn wenn das jetzt schießen könnte, wäre das so ziemlich nutzlos. Ja, drehen wir nochmal um, fahren wir nochmal rein, um das nochmal ein bisschen besser zu betrachten. Komm her. Das habe ich jetzt wieder gedrückt. Ich habe es wieder voll im Griff. Komm schon, dreh rum. Ja, ein bisschen träge das Teil. Wir haben es gleich. Aber ihr habt schon gesehen, also der hat sich richtig durchgefräst. Der Bohrer vorne, ich habe da vier Stück. Vier große dran. Die mit einer guten Geschwindigkeit und einigen Amplifiern und Zeug und Power-Inputs arbeiten. Und kurz vorm Gegner gibt das Ding einfach immer Vollgas. Und schiebt sich so richtig derb rein. Da ihr seht, wie das sich reinfrisst. Und das ganze Teil wegschiebt. Und das macht schon ordentlich Schaden, ja. Abgesehen davon, ihr müsst euch mal überlegen, wie gern habt ihr ein Schiff so nah bei euch. Und das dann auch noch Löcher in euer Schiff reinfrisst. Aber ja, es muss eben gut gepanzert sein, weil natürlich so nah ist auch ein sehr leichtes Ziel ist. Es muss aber auch viel Antrieb sein, damit da einfach genug Druck da ist, um das Ding auseinanderzunehmen. Ja? Aber ich kann es euch nur mal empfehlen, es ist spaßig damit zu arbeiten, der säuft jetzt ab. Und vor allem kann man mit recht wenig Kosten, also die sind sehr günstig, ziemlich viel Schaden machen. Ihr seht es hier. Bei Metall haben sie ein bisschen Probleme, aber klar, das hat ja auch mehr Widerstand. Da müsst ihr halt stärkere Bohrer machen. Das geht alles auf jeden Fall. Kein Thema. Ich hoffe, ihr habt gelernt, wie man mit Bohrer umgehen kann, was man damit machen kann. Macht sie größer wie bei mir, damit sie nicht so eindringen, oder macht sie schmaler wie bei mir, damit sie besser eindringen. Und wenn ihr wissen wollt, wie man... was das Ding da hinten noch mehr kann. Es gibt ein extra Tutorial, in dem ich zeige, wie ich das aufgebaut habe und was das so macht. Der Teil da hinten. Dann hat es mich gefreut, dass ihr dabei wart. Wenn ihr was gebaut habt, wo ihr meint, das macht ordentlich was weg, schaut doch mal bei meiner Arena vorbei, wo ihr eure Sachen einschicken könnt und gegen meine antreten lassen. Und dann sehe ich euch das nächste Mal wieder oder bei einem anderen Tutorial oder wie auch immer. Bis dahin, macht's gut und bleibt vorsichtig.